Hallöchen, ihr Lieben! Hallöchen! Und herzlich willkommen mal wieder aus Rettenow vom Wochenmarkt. Ja. Waren wir ja schon länger nicht mehr da mit euch. Eine Weile nicht. Und heute haben wir gedacht, ja, wir könnten mal den Kühlschrank wieder ein bisschen befüllen. Und das bei, Obst- und Gemüsefach. Genau, bei 35 Grad machen wir heute mal los hier. Pralle genau. Sonne. Und nehmen euch mal mit. Wir sind heute aber nicht auf dem großen Wochenmarkt, der immer donnerstags stattfindet am Stadtpark, sondern auf dem etwas kleineren, welcher sich beim Busbahnhof befindet. Genau gegenüber vom Meer. Genau. Ja, vielleicht seht ihr es da hinten ja. noch. Und jetzt sind wir schon mal gespannt, was wir Schönes entdecken. Ja. Also, kommt mit, ihr Lieben. Mitkommen. So, und wir fangen mal einfach heute an in der Textilabteilung. Denn die Auswahl ist hier Tatsache also wesentlich. Sehr viel mehr als im Winter. Ja. So kann man ja jetzt richtig schrammeln. Mhm. Guck mal, sogar das für einen Fünfer, das originale Deutschland-Trikot. Mit FIFA World Cup Champions 2014 drauf. Das Problem ist, naja, ihr seht, die können sich ja wahrscheinlich länger aufhalten. Und wir Herren sind da ja eher mal so zielgestört. Ich brauche eine Jeans, also gehe ich zur Abteilung, wo die Jeans sind. Und gucke mir nicht den ganzen Laden an, außer die Abteilung mit den Jeans. Aber gut. Ja, natürlich war hier ein originales Tommy Hilfiger aus Lacoste Adidas T-Shirt. Kostet nicht mal einen Fünfer. Auch da steht Adidas drauf, ja. Und dann hat man sich nicht mal Mühe gegeben, sondern hat ja www.rowley.eu. Aber scheinbar ist es immerhin 100% Baumwolle. Ja. Ich bin noch erstaunt, dass es wirklich nicht so voll ist. Aber die vor, sieht man vor Colorado von Covers aus. So wie das immer bei solchen Bekleidungsgeschäften ist, die Frau ist irgendwo verschollen und der Mann wartet. Es gibt eine Flaschen, die sind jetzt vom Preis her auch schon deutlich niedriger, wie noch bloß die ersten Jahre. Ja, da paris Fraules. Pires. Genau, Erdbeeren gibt es auch immer noch. 5 Euro, 3 Stück. Das wird dann. Boah, uns riechen gerade wirklich enorm fruchtig die Erdbeeren. Ja, so viele. Das ist auch krass. Haben wir tatsächlich noch nie mal irgendwie beim Gucken verwendet. Weiß-Auberginen. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal was aus weißen Auberginen gekocht habt. Was für Gravier haben Sie wieder angehoben? Euro? Sind wir jetzt bei 15 Euro? Ja, Calimera. 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 So, hier gehen wir noch ein bisschen hin. Guck mal, da gibt es auch schon die ersten kleinen Nudelnchen. Da weiß ich, wer nachher. Hm? Ich nehme Knoblauch, also das ist frisch, natürlich getrocknet. Ja,
Καλημέρα. Ja, ich finde das immer krass hier, diese ganzen Waben, die du dir noch holen kannst, ja. Und die Feigen sind auch sehr, sehr lecker. Könnt ihr natürlich auch hier probieren. Ist auch ideal für den Strand geeignet. So, dann haben wir hier drüben noch einen Kartoffelstand. Ohne Preise, für offen oder gut. Jetzt hier drüben beim Olivenstand ist einiges los. So, schauen wir mal hier hoch. Das ist hier noch schönes Gift. Jetzt müssen wir hier rum. Calimera. Zu also unserem Freund, hier gehen wir nachher noch. Wir filmen euch erstmal alles ab, bevor wir einkaufen. Oreste, venite alle stai domata. Io come si vede sono molto nervo di io. Kartoffeln aus Brettmehl, 1 Euro das Kilo. Wenn ihr mal die Frau oder die Freundin überraschen wollt, hier kriegt ihr die schönen Blumen. Ja, ich will. Wahnsinn. Und hier haben wir auch einen Garten hier. Gurken. Ja? Die sind so lecker. Ja, die sind ein bisschen fester vom Geschmack her, nicht so wässrig. Einfach lecker. Ich weiß auch gar nicht, wie die eigentlich wirklich heißen. Und hat man mal gesagt, das sind die kritischen Holzgurken. Fand ich witzig. Ja, und hier die dunklen Tomaten haben wir Tatsache dieses Jahr auch mal angepflanzt und konnten auch schon die ersten genießen. Ja. Und? Die haben unten noch 1,50. Ich wollte gerade sagen, also die Capuzzi-Preise, die haben sie aber ganz schön abgezogen. Mhm.
Der Holzkoken hier. Ich finde, hier oben ist jetzt relativ wenig los. Mhm. Dann ist mal noch. Das ist ein bisschen ein Bild. Sind die Leute nicht die leckeren Backen? Die machen? Da fallen hier so diese Farbunterschiede. Ja. Das ist auch was. Guck mal, so krass, dieser Farbunterschied ja, zwischen Hellrot, Dunkelrot, Orange, Grün. Das sieht gerade richtig toll aus. Und hier oben kommt dann immer so ein bisschen die Zitrusabteilung. Hier hat man immer sehr viele Orangenhändler. Sogar Pampelmusen. Gande. Ja, Kalashi. Super. Ja. Von 1,80 Euro, 1,70 Euro, das ist mal Wort, das ist Mandarin, nicht das Ding. Hier steht noch 1,50 Euro. Blutorangen. Das sind wir schon. Na, so, ihr Lieben, das war unser heutiger Rundgang. Es ist jetzt durchaus sommerlich, ja. Es ist durchaus nicht nur von Temperaturen. Sommerlich, ja. Also wir auch vom Obst her. Sind aktuell bei 35 sehr warmen Temperaturen. Ja. Genau, ja, also wir gehen jetzt erstmal einkaufen. Wir machen jetzt erstmal unsere Runde. Wir hoffen, es hat euch gefallen. So. Und auf was habt ihr jetzt gerade richtig Appetit bekommen, wo ihr das gesehen habt? Ich möchte jetzt Erdbeeren kaufen. Schreibt uns das mal unten in die Kommentare. Ja, eine gute Zeit. Dankeschön fürs Zuschauen. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann machst du das jetzt bitte. Und ja. Dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Tschüsschen mit Küsschen.